So, was machen wir jetzt? So, auf Rang 4. Du willst längst die zwei BFs haben, richtig? Ja, die G6 ist dann schon am Porschen auf jeden Fall. Heißt, dann machst du danach, also machst du erst mit G6, die K4, Vorgabe auf 190D, die TA und dann machst du die Me-Reihe. Nur die erste Me erstmal. Dann kannst du davon jetzt 1 runter scrollst, Rang 5. Dann kannst du links halt, stopp, die ganze. Halt, stopp! Bis wir da sind, sind wir schon im Jahre 2027. Ja, ich meine jetzt nur im Allgemeinen, dann könntest du halt dort. Können wir, wenn wir jetzt weiterhin darüber quatschen wollen. Sind wir dann noch im Jahre 2028? Wir könnten jetzt aber auch anfangen, eine Runde zu fliegen. Allein für die Zuschauer. Ich glaube, die würden sich freuen, dass wir sagen, okay, cool, wir fliegen jetzt auch mal eine Runde, sammeln die Erfahrung. Ich weiß ja nicht. Wollt ihr auch das antun? Ja, wir wollen. Ah, komm jetzt los, wir wollen jetzt los. Ich bin bereit. Du bist bereit. Ja, ich weiß gar nicht, was wir machen, aber ich bin bereit. Ich habe hier meine BF-109 G2 Trop am Start. Stalingrad, oder? Ja. Ja, sieht sehr weiß aus hier. Oh, ich bin wieder am Boden der Tatsachen. Wenn du M drückst, siehst du auch relativ mittig bei dem Fluss steht Stalingrad. Ja, eine furchtbare Schlacht. Dauert halt eine Weile, bis man auf die Feinde trifft auf der Stufe. Es gibt die F14, die sagt dir sicher aus Tomcat was? Ja, logisch. Bei der ist es so, du hebst ab und hast auf deinem Radar schon die Ziele. Dann drückst du nur noch ein paar Tasten und schon fliegen die Raketen auf die Feinde los. Mitunter sind es Spieler, wo du triffst, mitunter aber auch Bots. Ganz am Anfang sah das so aus, du hast einen Bot getötet, noch einen Bot und noch einen Bot und irgendwann mal keine Bots mehr. Da dann gab es nur noch feindliche Flugzeuge. Und dann hast du halt die getroffen. Oh, du hast eine Flak zerstört. Und ich habe auch einen Baum zerstört. Dieser scheiß Baum! Meine Frage, wieso fliegst du so tief? Ja, weil Bäume halt auch sehr tief fliegen. Ja, aber wenn du weißt, dass Bäume tief fliegen. Ja, der wusste aber nicht, dass ich tief fliege. Und deswegen habe ich Überraschungsmoment genutzt. Habe gesagt, ha! Japaner. Ja. Mann, ey, ich wusste nicht, dass die Bäume alle echt sind. Ich dachte, man kann da so durchfliegen. In vielen Spielen kann man einfach durch die Bäume durchknallen. Nein. Was machst du da eigentlich jetzt? Mann, ich war so gut. Ich hab eine Flak ausgeschaltet. Ich habe einen Panzerwagen ausgeschaltet. Und ich habe mir gedacht, okay, cool. Ziehst du wieder hoch, durch die Bäume allein, durch da, zack, Knall, tot, Thema erledigt. 1, 2, 3, 4, 5. Tja, die Tempest wäre Spitfire, zwei Stück im Konvolut, ist ärgerlich. Wir gehen in den Angriff. Also die Tempest hat da drei Gegenspieler, da brauchst du sich keine Sorgen machen. Mach mir eher um den da Sorgen. Da ist noch eine Spitfire da hinten und da noch eine Spitfire. Naja. Tempest hat einen Kill. Echt? Die Spitfire sind da hinten auch in der Übermacht. Vier Stück mittlerweile. Vier Stück sind das. Man muss zwar auf 0 Schub kommen, aber gewinnt trotzdem noch nicht. Ja. Und welche von denen willst du dir holen? La 5? Ach, den Brigant. Brig. Oh!
du flatterst ganz schön. Alter. Jawohl, Alter, jawohl. Aber das war auch hart am Limit, ne? Noch hat's nicht gesagt, es soll langsamer werden, noch ging's. Ja, hat doch ganz schön geflattert, ich meine mal ganz ehrlich, ne? Irgendwann geht dann alles in den Arsch. Da braucht schon aber Achtung, langsamer werden. Die Spitfire kommt von unten links rein. Meinst du diesen Lotzker? Ja, ja. Der ist 5 Kilometer von mir entfernt. Alle anderen Spitfires kommen auch von links rein. Ich meine ja nur, dass ihr euch dann irgendwann alle trefft. Na bitte. Soll dem da helfen? Ich kann schon spüren, wie da wir sind zu gewinnen. Schön. Ich werde wahrscheinlich draufgehen. Die zwei links, die holen dich. Die kommen alle beide auf dich. Das sind ich drei. Bin der Letzte. Oben ist auch noch eine. Super, super geil, Alter. Jawohl! Du hast auf jeden Fall zwei erwischt, einen hast du abgeschossen. Einer ist tot. Ja, der andere hängt direkt hinter dir. Junge, ist das spannend, ich raste hier gleich aus, Alter! Ja! Oh, Kacke. Da hat er dich erwischt. Zwei Stück sind hinter dir. Ah, du bist weg. Ja, tut mir leid. Dich hat's erwischt. Aber du hast auf jeden Fall einen runtergeholt und den anderen hast du auf jeden Fall kritisch verletzt. Top, das Alter. Nicht, top. Den ersten von den beiden habe ich nicht gar nicht erwischt. Geil, Alter. Den ersten habe ich gar nicht erwischt, nur den zweiten. Ja, das war krass. So, danke fürs Zuschauen und danke für eine Runde War Thunder. Nicht World of Warpunner. Wir haben eine Niederlage erlitten. Eine Runde machen wir noch. Nächste Folge auf jeden Fall. Schaltet wieder ein.